Mit Starfield hat Bethesda langjährige Fans des Studios ziemlich enttäuscht. Ironischerweise sind es aber genau die, die wahrscheinlich die einzigen sind, die es jetzt noch retten können. Warum das überhaupt nötig wurde, was Starfield ein Jahr nach Release alles so erlebt hat und warum Todd Howard eventuell doch ein Genie ist, das erfahrt ihr jetzt. Tag und Moin, Frodo hier, ihr seid bei Experian und ich hab mir gedacht, dass ich Starfield zum ersten Geburtstag was schenke, nämlich noch eine Chance. Als das Spiel damals rauskam, war der Hype ja riesengroß, der Launch dann eher so mittelmäßig und der Ruf dann ja doch schon so ein bisschen ruiniert. Aber ich dachte mir, wir gucken uns einfach mal an, wie es dazu gekommen ist und ob das Spiel jetzt ein Jahr später und zum Release des ersten wirklich großen DLC noch die Kurve kriegt. Aber wie immer, nicht vergessen, Abo, Glocke und Abfahrt. Ach ja, Starfield. Wisst ihr noch, als Bethesda 2018 neben Fallout und The Elder Scrolls ihre erste neue IP seit 25 Jahren ankündigte? 25 Jahre, das ist einfach ein Vierteljahrhundert. Das ist eine Generation Menschen, die bis dahin keine neuen Spieleuniversen gesehen haben. Und das mit dem Universum hat man bei Bethesda anscheinend zu wörtlich genommen. Das Weltraum-RPG Starfield sollte nämlich mit über 1000 besuchbaren Planeten eines der größten Spiele überhaupt werden. Es gab nur zwei Dinge, die noch ambitionierter waren als diese Spielweltdimension. Zum einen Game Director Todd Howard, der felsenfest der Überzeugung war, dass sich NASA-Punk als Begriff für die Ästhetik des Spiels durchsetzt, und zum anderen Xbox-Chef Phil Spencer. Der war nämlich der Überzeugung, dass Starfield das meistgespielte Todd Howard-Game aller Zeiten wird. Das hat mit ca. 13 Millionen Spielerinnen und Spielern nicht ganz geklappt, denn Genre-Gigant Skyrim rennt damit 60 Millionen mal kurz davon, aber zumindest mit einem Fallout 3 und New Vegas, die so bei 11 bis 12 Millionen lagen, kann es mithalten. Und auch ein Fallout 4 mit 25 Millionen ist jetzt nicht so weit weg. Aber jetzt nochmal zurück zum Anfang. Wie war denn das damals zum Release? Nach grandiosen Reihen wie eben The Elder Scrolls und Fallout plus dem ganzen Gehype von Phil Spencer und Todd Howard haben wir natürlich das epischste und brachialste Weltraumabenteuer überhaupt erwartet. Nachdem uns ein ähnlich lang erwarteter Titel, Cyberpunk 2077, im November 2020 gezeigt hat, dass manche Spiele vielleicht doch lieber noch später veröffentlicht werden sollten, waren wir nicht mal wirklich traurig darüber, dass Starfield nicht wie angekündigt 2022, sondern erst ganze 12 Monate später am 6. September 2023 rauskam. Immerhin hatte Bethesda so Zeit, alles festzuzurren, zu polischen und ein Universum zu basteln, in dem wir uns so richtig austoben können. Und was bekamen wir? Eine furchtbar lasche Sci-Fi-Story, in der wir irgendwelche Alien-Artefakte sammeln sollen. Aber wenigstens sah Starfield wirklich verdammt gut aus. Das wiederum aber auf Kosten der Performance. Auf der Xbox gab's nur 30 Frames pro Sekunde und für PCs auf jeden Fall ganz schön was zu tun, damit die Nummer überhaupt halbwegs flüssig läuft. Also mussten wir uns mit potenziell nicht allzu vielen Frames durch ein ruckeliges und vor allem nahezu komplett leeres Universum quälen. Wobei, ganz leer war es ja auch nicht. Es gab ja zum Beispiel immer wieder dieselben 5 NPCs oder irgendwelche nichtssagenden Viecher, Pflanzen oder Strukturen, die wir auf den über 1000 prozedural generierten Planeten scannen konnten. Ich meine, es ist auch irgendwie schon sinnvoll und ich sag jetzt mal realistisch, dass der Großteil der Planeten nichts vorzuweisen hat, außer ganz viel Leere. Aber das ist immer noch ein fucking Videospiel und da will ich für meinen Teil bitte zumindest unterhalten werden. Dann habe ich lieber nur 100 oder 50 Planeten statt über 1000, wenn mich davon 90% eh nicht interessieren, weil es darauf eben überhaupt nichts zu tun gibt. Aber eventuell steckte dahinter ja sogar ein genialer Plan. So. Für unser neues RPG Starfield haben wir uns was ganz Großartiges ausgedacht. Wir haben über 1000 Planeten. Aber es wäre ja Quatsch, die alle händisch mit Inhalt zu füllen. Deswegen hat sich der Kollege vom Worldbuilding was ganz, ganz Großartiges ausgedacht. Ich übergebe direkt mal. Ja, und zwar machen wir das mit prozeduraler Generierung. Das heißt, wir lassen das Ganze quasi von selbst entstehen. Aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ist das random oder nach einem Algorithmus oder benutzen wir KI? Ach, Quatsch, viel genialer, nämlich hiermit. Ja, dann zeigen Sie doch mal her, wie das Teil funktioniert. Ja, ganz einfach. Also so hier rein und dann Planet 1. Nichts. Nichts. Ja, nichts. Ja, okay, gut. Also viele Planeten im Weltraum sind ja auch tatsächlich einfach leer. Dann jetzt nächster. Okay. Nichts. Nochmal. Ja, gut, dann halt 2 von 1000 Planeten leer. Passt schon. Jetzt aber. Und nochmal nichts. Was? Das kann ja gar nicht sein. Geben Sie mal her, das Ding. So. Nichts. 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 Okay, der geniale Plan, den ich meinte, ist ein anderer, aber dazu später mehr.
Nach einer Menge Bugfixes und kleinerer Patches, die das Spiel immer stabiler laufen und besser aussehen ließen, gab es auf jeden Fall ein halbes Jahr nach Release erstmal ein großes Update, was das Spielgefühl von Starfield auf einmal massiv verbesserte. Die vielen neuen Möglichkeiten im Menü Dinge einzustellen, wie die Schwierigkeit verschiedener Teilaspekte des Spiels, also unter anderem der Kämpfe gegen Gegner am Boden bzw. im Weltraum, oder Statuseffekte wie Hunger und Durst, ließen uns Starfield auf einmal zu einer spannenden Spielerfahrung machen. Wer Lust hatte, könnte jetzt zum Beispiel ein richtiges Survival-Game draus basteln. Aber das müsst ihr dann wie gesagt selbst machen. Auch Quality-of-Life-Veränderungen, wie dass es jetzt zusätzlich zum Bethesda-typischen Kamera-Zoom auch die Option gibt, Dialoge von weiter außen zu erleben, haben die Immersion ganz schön angehoben. Aber egal wie sehr ihr euch in der Spielwelt verliert, das bringt am Ende alles rein gar nichts, wenn wir das angeblich so große, weite Universum trotzdem weiterhin immer nur noch per Fast-Travel von Ladebildschirm zu Ladebildschirm bereisen können. Und auch, dass die Mainquest nach wie vor nicht über Basic-Sci-Fi-Kram herauskommt, ist wenig hilfreich. Lustigerweise machen viele der Sidequests, die das Spiel anbietet, einen richtig guten Job darin, das Universum für mich interessant zu gestalten und mir einen kleinen Einblick darin zu verschaffen, wie tief das Worldbuilding sein könnte. Und das hat wohl auch das Studio dahinter mitbekommen und sich in bester Bethesda-Manier gedacht, wie können wir das jetzt monetarisieren? Na, ist doch ganz einfach. Man füttert die Leute mit einer Sidequest an und verkauft dann die Nachfolgequest für 7 Euro. Hallo, ich mag Moneten. No shit, für die, die es nicht mitbekommen haben, wenn ihr euch nach der Starjacker-Quest für die Tracker Alliance gedacht habt, ja geil, da will ich mehr von, musstet ihr 7 Tacken auf den Tisch legen. Obwohl, eigentlich sogar 10. Denn die The Vulture-Quest konntet ihr natürlich nur mit den sogenannten Creation-Credits kaufen. 700 Stück war der Preis und ihr glaubt doch jetzt echt nicht, dass man genau so viele Credits kaufen konnte. Es gab entweder 5 für 5,99 oder 1000 für 9,99. Also zahlt ihr einen glatten Zehner und habt dann aber immerhin noch 300 Credits übrig und damit könnt ihr dann eine Pferderüstung für euer Raumschiff kaufen oder so. Okay, wir atmen die Wut jetzt ganz kurz weg und dann stellen wir uns die 2 wichtigsten Fragen. Nämlich erstens, sollte man Starfield in 2024 noch spielen bzw. dem Ganzen nochmal eine Chance geben, wenn man zu Release enttäuscht war oder überhaupt einsteigen? Und zweitens, was hätte Bethesda zum Release richtig machen können, um der Aussage meistgespieltes Todd Howard Game überhaupt gerecht werden zu können? Frage 1 beantworte ich mal maximal kurz, weil ich da tatsächlich auch bei Frage 2 nochmal drauf zu sprechen komme. Also, wenn ihr Bock auf ein Bethesda-typisches Game habt, in dem ihr eine schön große Welt erkunden könnt, dann bekommt ihr mit dem aktuellen Starfield genau das. Kein bahnbrechend innovatives Game, aber dennoch ein mittlerweile stabil laufendes, hübsch anzusehendes Sci-Fi-Game, das ihr, wie vorhin schon erwähnt, auch durch viele Einstellungsoptionen ganz eurem Spielstil anpassen könnt. Aber im Menü hören die Anpassungen nicht auf und damit kommen wir zu Frage Nummer 2. Vorher aber ganz kurz noch ein kleiner Fakt. Wenn Bethesda-Game-Fans eine Sache richtig gut können, außer zu viel Geld für Pferderüstungen ausgeben, dann ist das Spielemodden. Die Modding-Community sowohl für die The Elder Scrolls als auch die Fallout-Titel ist ziemlich aktiv. Und das vor allem, weil sich die Spiele halt sehr gut modifizieren lassen. Dass dabei zum Teil der absolut gottloseste Kram überhaupt rauskommt, sei mal dahingestellt, aber ich feiere dieses Level an Kreativität. Ein Haufen Mammuts, Junge, das ist doch die Anfangssequenz und alle scheißen oder was? Und genau damit hätte man Starfield von Anfang an zum Topspiel machen können. Und jetzt mal unter uns, ich habe ja die Theorie, dass Todd Howard eigentlich ein wirklich krasses Genie ist. Denn vielleicht war der Großteil der Planeten nicht leer einfach, weil der Weltraum eben groß und ziemlich öde ist, sondern weil hier womöglich von Anfang an darauf gepokert wurde, dass genau diese Leere irgendwann von der Modding-Community gefüllt wird. Haben sie ja dann auch gemacht, aber eben unter erschwerten Bedingungen. Ziemlich schade eigentlich, dass es über 9 Monate nach Release gebraucht hat, bis das Starfield Creation Kit, also eine offiziell von Bethesda für die Modder bereitgestellte Plattform, das Licht der Welt erblickte. Die dadurch entstandenen Mods, die hier Creations heißen, könnt ihr übrigens auch auf Konsolen runterladen. Ironischerweise kam das Kit genau mit dem vorhin erwähnten Update, was auch diese 7-Euro-Mission beinhaltete. Finde ich irgendwie schon dreist. Das fühlt sich halt so ein bisschen an wie, ja, also entweder ihr zahlt uns richtig Kohle für wenig Content oder wenn euch das nicht gefällt, dann macht euren Content halt selber. Aber genau das hat die Community gemacht und das Spiel damit nicht nur mutmaßlich besser gemacht, als Bethesda es jemals selbst hingekriegt hätte, sondern zum Teil wirklich krassen Shit erstellt. So gab es zum Beispiel, zufälligerweise nicht mal einen Monat bevor wir Ubisofts Versuch eines Star Wars Open World Games namens Outlaws in den Händen halten konnten, eine Sammlung von Mods, die Starfield in das verwandelten, was Ubisoft so gern erschaffen hätte. Und punktgenau zur Erstellung dieses Videos gibt's auch noch ein Beta-Update für die Steam-Version von Starfield, die das Modding nochmal auf ein völlig anderes Level hebt.
Bisher war es nämlich so, dass maximal 255 Mods, also Creations, gleichzeitig laufen konnten, bevor das Spiel den Geist aufgibt. Dieses Limit ist aber ab sofort, also zumindest in der Beta, die ja dann hoffentlich bald ins Main-Game gepatcht wird, komplett aufgehoben. Das heißt, Starfield ist, und man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege, eines, wenn nicht sogar das best zu moddenste Current-Gen-Game überhaupt. Die aktuellen Updates von Bethesda, die auch weiterhin immer noch hier und da Bugs vernichten und für bessere Laufleistung des Spiels sorgen, sowie das offizielle Creation-Kit und damit natürlich der verbundene Modding-Support seitens des Entwicklerstudios, als auch der Fakt, dass wir mit DLCs wie Shattered Space weiter in die Welt bzw. das Universum von Starfield eintauchen können. Also ich sag's mal so, ein Cyberpunk war ebenfalls ein unfassbarer Hype-Titel, hatte dann einen mehr als ruckligen Start, aber konnte sich dann spätestens 3 Jahre nach Release mit dem 2.0er-Update rehabilitieren. Bei Starfield seid ihr zwar leider etwas mehr auf die Modding-Community angewiesen, weil die euch definitiv mit mehr Content als Bethesda versorgen, aber auch hier sehe ich die Chance dafür, dass hier echt nochmal ein Spiel draus wird, was dem ursprünglichen Hype gerecht wird. Um jetzt nochmal Frage 1 zu beantworten. Wenn ihr das Spiel eh schon besitzt oder einen Game Pass habt, da ist es nämlich drin, dann gebt dem Ganzen einfach nochmal eine Chance. Mehr als Zeit zu verlieren habt ihr tatsächlich nicht. Und wenn ihr überlegt, ob ihr die 80 Euro jetzt wirklich investieren wollt, habt ihr jetzt zumindest einen guten Überblick darüber, was ihr kriegt. Was die Zukunft des Spiels angeht, also jetzt mit den ganzen neuen Modding-Regeln, aber auch seitens Bethesda, was neuen DLC angeht, das ist natürlich ungewiss. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass Starfield jetzt sehr, sehr gute Chancen hat, nochmal aus der Versenkung zurückzukehren. Und vielleicht wird es ja dann wirklich eins der meistgespielten Todd Howard Games. Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Habt ihr Starfield gespielt? Und wenn ja, in welchem Abschnitt seines Lebenszyklus? Und vor allem mit oder ohne Mods? Und wenn ja, dann mit welchen? Falls ihr in diesem Video den einen oder anderen interessanten Einblick erlangt habt, dann würde ich mich natürlich wie immer über positives Feedback in Form von Abos, Daumen und natürlich netten Kommentaren freuen. Ich gehe jetzt mal rausfinden, wie ich mein Raumschiff in Thomas die kleine Lokomotive ummodden kann. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.